Die Bank ist super gemütlich hier eigentlich, ja. Sie steht vor der Erich-Kästner-Schule. Und die Schüler durften auch hier beim Mosaik mitgestalten. Auch Passanten lädt diese Bank zum Verweilen ein. Von der Bank aus sind wir auch gleich hier drüben im Kirchpark bei dem Spiellöwen. Diese Spielplatzanlage wurde 2018 eingeweiht und man wollte dem Spielplatz einen ganz besonderen künstlerischen Touch noch geben. Und deswegen hatte der Lions Club sich entschlossen, eine Spielfigur beizutragen. Und was liegt da näher, als einen Löwen zu gestalten? Bei dem Mosaik des Löwens durften die Kinder der beiden angrenzenden Schulen hier mitgestalten. Ja! Die Skulptur Handreichung steht auf der Grenze zwischen Tschechien und Deutschland, direkt auf der Grenzlinie, speziell zwischen Selb und Asch. Das sind zwei Hände. Ich habe die Holzhand gemacht. Der tschechische Künstler, der Tomasz, hat eine Metallhand gemacht. Und diese Handreichung ist natürlich hier sehr, sehr symbolisch, geht für mich persönlich noch weiter. Also nicht nur Handreichung zwischen Nationalitäten, sondern auch, man gibt einem Freund die Hand, man gibt in der Familie die Hand und man reicht die Hand, um einfach dann auch Frieden zu schließen. Und nur wenn man Frieden hat, kann man auch leben. Hallo, wir sind hier im Terrassengarten in Arzberg und ich stehe hier schon mittendrin im Fluss des Lebens, denn dieser Garten hat etwas ganz Besonderes. Denn die Besonderheit an diesem Garten ist, dass er sich mit drei Lebensphasen beschäftigt. Und die finden wir in drei Kellern hier vor Ort, die mit Kunst gestaltet sind oder die künstlerische Installationen beinhalten. Und so hatte ich mir eben diese drei Lebensphasen überlegt. Und im ersten Keller finden wir dazu die Quelle, den Ursprung des Lebens, auch in welchem dann auch dieser Fluss hier entspringt. In dem zweiten Keller finden wir die Spiegelgrotte, die Lebensmitte, von wo aus man in alle Richtungen, nach vorne, nach hinten, das Leben nochmal aus allen Richtungen und Perspektiven betrachten kann. Und im dritten Keller, hier hinten, ist das Tor zur Ewigkeit und dieser Keller bleibt uns verborgen, denn wir wissen nicht, was nach dem Leben kommt. Und schließlich haben wir auch noch ein Wandbild, das den ewigen Kreislauf von Werden und Vergehen darstellt. Der Garten wird gerne von Fotografen als Hochzeitslocation genutzt, kommen hier Familienfeiern auch, wo man einfach schöne Fotos machen kann. Der Engel der Hoffnung am Friedhof in Marktredwitz ist aus einem Baum geschnitzt worden, der krank war und gefällt werden musste. Die unteren 4 Meter des Stammes wurden stehen gelassen und ich habe hier vor Ort in 5 Wochen die Figur daraus hergestellt. Die Figur ist also in mehrfacher und besonders konkreter Weise mit dem Ort verbunden, an dem sie sich befindet. Das finde ich sehr spannend. Da Ahornholz im Freien nicht besonders haltbar ist, verändert sich die Figur schnell. Sie bekommt Risse, wird grau und früher oder später wird sie wieder zur Erde werden. Sie kann also nur für eine gewisse Zeit etwas sichtbar machen, von dem ich aber denke, dass es immer hier ist und auch immer bleiben wird, besonders in den Gedanken derjenigen, die sie gesehen haben. Zu Weihnachten im Corona-Jahr 2020 wurde sie eingeweiht. Otto Schemm, der eigentlich Rektor an der Volksschule hier in Arzberg war, hat unzählige Theaterstücke, Sketche und Hörfunkspiele geschrieben. Zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern hat er diese in Fernsehen und Hörfunk aufgeführt. Zu seinem 100. Geburtstag haben die Arzberger ihrem Schemm-Otto ein Denkmal gesetzt mit diesem Otto-Schemm-Platz hier und der Skulptur. Und der wird schon unter den Arzbergern liebevoll der Schemm-Oper genannt, weil sich kleine Kinder von ihm magisch angezogen fühlen. Willkommen in der Etage 4 in Röslau. Diese Räumlichkeit, ein altes Fabrikgebäude, es ist ein wunderbares Ambiente für Kunstausstellungen, absolut geeignet. Und es ist einfach jammer schade, dass es momentan nicht der Öffentlichkeit zugänglich ist. Also mein Thema in der Bildhauerei war schon immer der Mensch. Und zwar im Speziellen die menschliche Unmenschlichkeit. Er spricht von Fortschritt, aber Fortschritt gäbe es eigentlich nur, meiner Meinung nach, wenn die Welt menschlicher werden würde. Und somit ist dieses ganze Treiben, dieses Tun, endet in ihrer Unmenschlichkeit, verursacht Leid und Not.
Das ist ein Fragment, es fehlt ein Arm, der ist versetzt, der andere Arm hängt noch am Körper dran, der Körper ist gequetscht, der ist verschränkt und man sieht da diese Gewalt, die da einwirkt. Und meine Formen sind oft geschliffen, das sieht man jetzt auch bei dieser Form. Und wenn diese Form dann so glatt wird und so perfekt wird, dann ist das für mich eigentlich ein Frieden, der da geschlossen wird. Man kann einem Menschen alles nehmen, man kann ihm das Leben nehmen, man kann ihn quälen und foltern, aber man kann ihm nicht die schöpferische Schönheit nehmen.